Stellt euch vor, ihr seid in einem Formel-1-Rennen vorne mit dabei, müsst dann aber die letzte Runde in einem Trabi fahren. Das wäre ja absurd. Genauso absurd ist es, dass wir teilweise Internet mit Lichtgeschwindigkeit zu uns ins Haus bekommen, die eigenen Kabel das Internet dann aber herunterbremsen. Dafür gibt es jetzt eine Lösung, Fiber in the Home mit Metz Connect. Hallo André, schön, dass du da bist. Du bist zwar kein Formel-1-Fahrer, sorgst aber für Lichtgeschwindigkeit in der Glasfaser. Was hat es damit auf sich? Ja, moin Finn, vielen Dank für die Einladung. Lichtgeschwindigkeit ist ein gutes Stichwort. Der Breitbandausbau in Deutschland und der damit verbundene Bereich FITH, also Fiber in the Home, also Glasfaser bis ins Haus, bis in die Wohnung, ist gerade in aller Munde. Es ist so, der Netzbetreiber, der bringt das Glasfaser bis ins Haus rein, also bis zum Anschlussraum oder im Keller. Und dann fragen sich viele Kunden, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Denn viele wollen nicht ihren Anschluss im Hausanschlussraum oder im Keller haben, sondern viel lieber im Büro oder im Wohnzimmer. Und genau für diesen Fall haben wir bei Metz Connect die feldkonfektionierbaren Opta-Fast-Hybrid-Steckerbausätze als Lösung für unsere Kunden entwickelt. Es gibt ja viele LWL-Stecker auf dem Markt. Was macht euren Stecker besonders? Ja, unsere Stecker benutzen das sogenannte Optoelast, welches direkt auf der vorinstallierten Faser im Stecker aufgetragen ist. Das Optoelast ist eine Art Gel, also das kann man sich wie ein Gel vorstellen, was auf der innenliegenden Faser im Stecker aufgetragen ist. Und wenn jetzt die beiden Fasern, also die innenliegende und die zu konfektionierende Faser, aufeinander treffen, dann neutralisiert dieses Optoelast den Übergang so weg, dass er kaum mehr erkennbar ist. Und mit dieser Technik, mit dieser patentierten Technik, erreichen wir sehr, sehr hohe Rückflussdämpfungswerte. Und zudem kann der Stecker bis zu dreimal konfektioniert werden, weil wir kennen es ja, die Knickschutzhülle wird sehr gerne mal vergessen beim Montieren. Genau. Was bedeutet eigentlich feldkonfektionierbar? Genau, feldkonfektionierbar bedeutet in unserem Kontext eine einfache und schnelle Montage im Arbeitsumfeld. Also im Anschlussraum, im Kriechkeller, überall dort, wo eben wenig Platz ist oder eben wo nur wenige Verbindungen hergestellt werden müssen. So ein Mehrfamilienhaus, da muss pro Wohneinheit immer nur ein bzw. zwei Stecker montiert werden. Und genau da ist das, hat das die richtige Anwendung. Und ja, wir haben eben oder brauchen eben kein Spezialwerkzeug wie ein Spleißgerät, ne, und können den direkt montieren und danach ist auch direkt einsatzbereit. Genau. Welche Werkzeuge benötige ich? Grundsätzlich benötigst du alle Werkzeuge, um eine Glasfaser vorzubereiten, also Standardwerkzeuge, wie zum Abisolieren und einfach zum Vorbereiten der Faser. Wir haben eine Metz Connect Werkzeugtasche, wo eine Grundausstattung mit allen wichtigen Werkzeugen drin ist, die man dann eben ja zur Vorbereitung einer Faser braucht. Unter anderem hat man hier zum Beispiel die Absetzzange des Primär- und Sekundärcoatings. Wir haben eine Kevlar-Schere, damit man die Zugentlastung abschneiden kann. Wir haben eine Rotlichtquelle, ne, damit man auch einfach seine eigene Arbeit mal kontrollieren kann, damit man auf Durchgang prüfen kann. Dann ist es so, wir haben hier in der Werkzeugtasche noch etwas Platz, sodass man auch individuell erweitern kann. Man sieht hier noch Reinigungstücher, Reinigungsflüssigkeit, man kann Schraubendreher dazu packen. Wir haben Reinigungsstifte für Firulen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wir haben noch reichlich Platz, damit man diese Tasche auch noch für sich selber, so wie man es gerne haben möchte, erweitern kann. Und damit man auch wirklich alles kompakt dabei hat. Okay. Bietet ihr auch Lehrgänge an? Ja, auch das ist ein sehr wichtiger Bereich bei uns im Haus. Wir haben zum einen die Metz Connect Academy. Dort können Kunden über unsere Webseite www.metz-connect.com an einem Webinar teilnehmen. Und zum anderen haben wir die Möglichkeit, durch unser starkes Außendienstteam auch direkt vor Ort eine ausführliche Einweisung und Vorführung eben mit dem Kunden zusammenzumachen, sodass der dann auch eben ein Gefühl entwickeln kann für die ganze Geschichte. Ja. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Okay. Bekomme ich auch von euch einseitig vorkonfektionierte Kabel, wo ich den Stecker nachher montieren kann? Ja, auch das ist ganz individuell möglich. Auch über unsere Webseite kann man unseren LWL-Konfigurator erreichen. Dort kann man sich dann beispielsweise einen einseitig vorkonfektionierten Wohnungsübergabepunkt konfigurieren, wo dann eine individuelle Kabellänge dann dran ist. Das Ganze wird dann aufgerollt auf eine Pappspule und dann eben in ein Paket zum Kunden geliefert. Man bekommt eine eindeutige Artikelnummer, wo man dann bei euch bei Witte eben anfragen kann. Genau. Wo bekomme ich den Stecker und welche Verpackungsarten bietet ihr an? Den Stecker bekommt man natürlich bei euch, bei Witte, genauso wie unsere Werkzeugtasche.
Und grundsätzlich ist es so, dass wir das Ganze in drei Verpackungseinheiten anbieten. Wir haben eine 10er Verpackungseinheit ohne Cleaver, eine 20er und 100er Verpackungseinheit mit Cleaver, also mit dem Trenngerät. Das braucht man nämlich, um nachher die Glasfaser zu brechen. Ja, das wird nötig. Und mit dem mitgelieferten Cleaver bei den 20er und 100er Paketen kann man dann bis zu 200 Schnitte machen. Okay. Vielen Dank, André, für die interessante Vorstellung. Die Opdat Fast Hybrid LWL Steckerbausätze von Metz Connect sind ab sofort bei uns im Bigo Shop erhältlich. Wenn euch technische Themen wie diese begeistern, freuen wir uns auf ein Like und Abo von Witte TV.